Oh, ja. Da kommt er. Wunderbar. Jens? Jens? Ich hab ihn. Jens? Er hat ihn. Er hat ihn. Wieso sagst du nichts, Sascha? Ich war am Kämpfen ein bisschen. Wieso sagst du mir nichts? Boah, Baby. Ich hab kein Handy da, Alter. Lass Foto machen. Komm her. Mach Foto, Alter. Ist wichtig. Wir sind die Einzigen, die wach sind, Alter. Alter, ich glaube, das ist der größte, den wir hatten. Da rennt was? Ja. Hallöchen. Ja, guten Morgen, Yoshi. Ja. Yoshi geht ab. Ricardo, wenn das von Marc ist, dann... Oh. Marc? Okay, es ist Marc. Und da kommt auch Manni. Warum bist du denn schon wach? So, guten Morgen, Marc. Hast du schon gefrühstückt? Ja, guten Morgen. Was ist das Gefühl? Locker, easy? Schnell rüberlaufen hier. Oh. Das ist die Mutti. Ganz entspannt. Gleich nur noch ziehen. Nicht mehr kurbeln. Nur noch ziehen, Marc. Yes, baby! Wow! Das ist einfach, oh mein Gott, wow. Das ist der Fisch. Alter Schwede. Viel mehr geht hier nicht in dem See. Gott, wow. Geht hier nicht. King. Was ist das denn? Die Posen am besten wirklich. Er hat einen Kalb rausgeholt. Wow. Das ist ja... Was für ein geiler Fisch, Marc. Das ist krass. Also, wie viel? 10 Kilo vielleicht? Wow. Bald gar sein hier unter der Haube. Meine Damen und Herren, der Survival-Trainer Fritz Meinecke im Angelcamp. Guten Morgen, Chad. Wie geht's euch denn? Seid ihr schon auch schon wach? Alle? Ja, wahrscheinlich. Ne? Würde da nicht da sein. Es ist Ghetto-Frühstück. Oh, ich kann auch nicht richtig reden. Ich kann gar nicht. Hast du recht. Hast du so. Auch recht. Ey, ist es warm da drin oder geht's so? Ist schon warm? Oh Mann, Alter. Ich finde meine Badehose nicht. Sollen wir dir eine aus dem Bärenfell basteln? Sascha? Oh, Sascha, ja. Sascha ist am Frühstück. Schon das zweite. Das gibt's doch gar nicht. Wie macht er das? Wie bist du jetzt von Alge auf Heineken umgestiegen? Oder? Das war nichts anderes. Ich trinke beides. Ich sag, er hat das, aber Sascha ist heute gerade. Oh ja. Guckt euch das an. Na guck, Kippe ist doch schon an. Ja. Nuttenfrühstück machen wir jeden Morgen. Da war die Situation, dass wir Sascha und Alkem beobachtet haben. Komplett Donner raus, Sonne und all nur. Rettet Sascha. Und er verbrennt, schmiert ihn ein. Und dann sind wir hingegangen und hat eine Plane drüber gemacht. Er ist komplett in der prallen Sonne gewesen. Lag ja so drin. Also. Ja, so. Wie der Sultan. Ich hab Sonnenbrand. Ich hab uns beide. Ich hab eigentlich gedacht, dass du noch zu mir kommst und unter die Bettdecke. Boah, dann lieber wirklich Verbrennung drin gerade. Aber was ist jetzt auf einmal? Warum bist du noch heute so zu mir? Hab ich dir was gemacht? Ich war der gestern den auf die Plane drüber geschmissen hat. Ja, du warst aber auch gestern der mit hier schon auf den Sack gegangen ist. Echt jetzt so schlimm, oder was? Ja, Jens hat schon genervt. Kann ich auch einen Kaffee haben? Nö. Nö, jetzt machst du auch nicht. Soll er sich selber einen machen? Nee, komm. Hast Glück, dass es noch Menschen gibt, die so zu dir stehen. Ist auch von der Thermik her noch, von der Temperatur ganz gut. Ja. Der ist echt besser geworden. Aber hast du auch weniger reingemacht, oder? Ja. Stärker. Nur weniger reingemacht. Hast du mehr reingemacht? Nee, weniger. Ach so, ja. Ja, gestern war recht stark. Und sonst? Ey, gab's grad Streit. Nichts. Ich hab gestern Abend schon hier lang gestampft. Ich geh rein, bleib jetzt rein. Oh, Alter, was war das, Alter? Das war ein Vogel. Das war ein Vogel am Ohr, der stecken kann. Bockigkeitslevel 1 bis 10, sag mal eine Zahl. Soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ja. Eine gute 8. Ja, ne? Ja, ich wollte einfach nur draußen pennen und meine Ruhe. Ich wollte einfach nur draußen pennen und meine Ruhe. Das passt gar nicht zusammen. Irgendwie nicht. Das ist ein Wolf, ne? Kannst du drin schlafen? Das Bett drin alles. Da lebt. Ey, das ist old. Ja, aber. Letztes Jahr habe ich 6 Monate drin gelebt. 6 Monate? Ja. Oh, liebe ich dieses Knallen von Türen, weil da bei dem Auto musst du die Tür knallen. Das ist sonst nicht real. Ist das Leasing oder was? Na toll, Mensch. Was ist hier oben? Nichts.
Katzen. Und die sind quasi dafür da, wenn du dich jetzt nicht mal richtig festfährst, nicht mehr rauskommt, alles richtig eingegraben ist, dann nimmst du halt mit der Schaufel, gräbst frei und dann steckst du die hier unter die Räder drunter. Ja. Weil du hier rüber halt Griff. Wie viele hast du? Zwei Stücke? Zwei Stück, ja. Also, je nachdem, halt für. Ja, kommt ja drauf an, welches dich wo wie festfährt. Ah! Mit Hut? Hat der Mikrofon weggemacht? Ja, ja. Oh, Martin! Oh, schön! Kriegst du auf ab? Du musst ja am Kameraboot festhalten vielleicht. Ich setz mich über Wasser. Und Knossi, der hier ist für dich, komm. Komm, wie der Seelöwe. Komm, mach mir den Seelöwen. Du musst doch vorher den Seelöwenschrei machen. Oh, Alter, ey, mehr Sport. So dumm, so blöd kann keiner sein. Vorne abmachen. Oh, das war geil, hä? Komm, wir gehen zum Grill. Ja. Bei die Grill. So, Leute, das ist Klausi. Klausi ist da. Also, das ist der Grill, der gute alte Bräuli. Der wird erstmal auf Hitze gebracht, auf Schub. Der wird erstmal ordentlich Schub gegeben, wie Klausi immer sagt. Und hier, das ist sogenanntes Jerk Chicken. Ne? Ja, habe ich recht? Siehst du? Mit Limette dran, mit Petersilie, mit Knoblauch, mit Zwiebeln, mit also richtig alles. Frisch und limettig und Hühnerhaft vor allem. So das ich wird unser also Frühstück. Weil wir ja da oben gibt es sehr gutes Frühstück. Da gibt es ein Catering-Auto, da gibt es sehr gutes Frühstück. Habe ich gesehen. Kaiserschmarrn und so vom Feinsten. Ein Blinker ist schon. Aber von da dürfen wir ja nichts essen. Zwischendurch hast du mal Fleisch und Würste. Kommt, ja. Meine Würfel zwischendurch und abends ist es soweit. Da wird alles, was da drin passt an Schwein, wird da reingedrückt. So ist es. Gucken wir mal, dass jetzt noch ein Fisch geht. Der Video sollte jetzt noch mal einen rausholen. Paul, du hast doch noch was anderes dabei, was du als Köder mal testen könntest. Vielleicht springen die darauf an. Damit köder ich dich noch, mein Lieber. Ja, ich glaube nicht. Jetzt fang dir mal so eine Oma. Ich zieh sie komplett hier ans Ufer. Oh. Oh. Hat keiner gesehen. Es war nicht drauf. Ja. War nicht drauf. Schneiden wir raus. Warte mal, Sascha, du bist ein großer Hühnerfreund, aber das reicht nicht. Deshalb habe ich für dich ein bisschen Gemüse vorbereitet. Ein bisschen Käse, ein bisschen Gemüse. Willst du was? Nimm. Bisschen Gemüse. Ich würde mal reinpicken. Natürlich in deine Pfanne. Bist du glücklich? Ey, super. Das hört sich aber auch ein bisschen an, wenn die Knochen durchknacken, ne? Ruhig ein bisschen die Mette auf der Tun, genau. Also es ist hier schon Essen vom Feinsten, ne? Das ist schon geil. Gestern auch. Klausi, einfach geil. Die Sonne ist auf jeden Fall da, muss man sagen. Die Sonne ist da. Creme dich ein. Sigi. Ja, bitte. Jetzt habe ich es vergessen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz klarkommen. Boah, jetzt hast du auch, die klebt dir jetzt zerteilt am Bein. Ey, ich weiß, warum Sigi heute Nacht nichts gefangen hat. Warum? Abgeknabbert. Oh. Komplett. Finito, Bandito, Blanco, Manco. Passiert keinen, ne? Aber ich hätte da mal einen gefangen. Zwischendurch. So einen silbernen. Oh, der ist schön. Der ist schön, Leute. Oh, der ist schön. Komm, dein erstes Fischfoto. Jetzt ist es soweit. Was? Ja, wir haben alle Fischfotos. Ja, nee, lass mich nicht so ein Fischfoto machen. Siehst du es da drin? Ist der runter. Was ist mit dem? Willst du den haben? Da haben wir eine. Ja, den können wir noch mal räuchern heute, nicht? Sollten wir machen, ne? Weil der hat doch die Größe, ne? Rein. Ja. Aber ey, er guckt mich so an. Guck mal, wie er guckt. Ja, naja. So, aber jetzt fix, Jungs. Ja. Ne, schön betäuben und dann Herzstich. Ja, bitte. Fischer geht's nicht. Ey, Marc, es ist unglaublich. Alter, geil. Dass wir gerade Fisch gefangen haben, jetzt ist er zubereitet. Frischer geht's nicht, es waren keine 15 Minuten. Nee. Und haben den Fisch schon und essen ihn. Gräten drin? Nee. Bisschen, ja. Leicht. Ja, Alter, weil ich hab so ein Filetstück erwischt. Oh ja, da sind aber viele Gräten drin. Hier war KitKat Lemon Drizzle. Was ist hier los, Jungs? Hier? Zwei. Es gibt Kuchen, Leute. Das ist auch noch mein Lieblingskuchen. Ich liebe Butterkuchen. Ey, danke. Wir haben jetzt quasi Bienenstich. Also, meine Damen und Herren, Kida Ramadan ist hier bei uns zu Besuch. Ich rieche bestimmt ein bisschen nach Fisch vielleicht und so. Wir angeln hier. Das ist das Angelcamp. Hast du gesehen, wie er ins Feuer gefallen ist? Digga, der ist in diese alles voller Feuer und Gluten, der fällt da rein, ne? Solange keine Schusswunde ist, du weißt selber. Der Chat gleich Regelverstoß. Das ist doch ein Gastgeschenk. Ist doch kein Regelverstoß, was jemand mitbringt. Wo steht denn das? Naja, da ist der Chat. Was wäre denn die Strafe für einen Regelverstoß eigentlich? Ich glaube, brennt jetzt das Oberschenkel. Oh, das brennt aber krass. Alter. Ich glaube, Knossi hat öfter mal die Regel gebrochen. Aber mit was habe ich die Regel gebrochen? Das ist der Sommer, ne? Keiner Keks. Die wurden uns reingebracht allen. Die haben alle gegessen. Claudia. Brennnessel. Ja, aber ich hab ja. Brennnessel. Sag mal, warum bist du Brennnessel? Dann komm eins gegen Brennnessel. Dann bring die Brennnessel jetzt her. Das ist nicht sein Ernst.
Meinecke kommt mit, als ob es eine Tulpe in der Hand ist. Brote, alle haben gestern Brote gekriegt. Das ganze ich glaub, Camp hat Brote ich glaub, von ist die euch grüne bekommen. Teufelsbrennnessel. Warum der eh schon mit der Haut komplett vergoren ist? Nein. Bing. Mach breit. Schön reiben, aber, ne? Reiben. Ey, nicht beide. Oh, Mann, bist warum beide? Warum beide, du Schwein? Das sind nämlich die gemeinen Dinger. Warum beide? Mit deinem Mikrofon. Ach, ich sende ein. Warum brennt aber doch? Eigentlich das Krokodil. Ess doch mal ein Stück. Ist ja auch nicht von hier gewesen. Der ist sie tatsächlich, Alter. Respekt. Ist der nussig so? Okay. Nussig, der ja. Neue Tony Hamadi, er ist Brennnessel. So ein bisschen nach der Essen. Ist okay, kann man essen. Wir können auch einen Brennnesselkampf machen. Jeder kriegt sein. Wir sind Brüder. Ja, Jens hat recht, wir sind Brüder. Fuß hoch. Und wenn ihr schafft, hier reinzuparken. Oh, schön. Nochmal. Hey, ich bin noch, Jens, wir sind Brüder, hast du gesagt. Wo sind wir Brüder? Also, du hast es von mir. Du hast mich voll in die Eier geknallt. Und dein Knie, ist echt groß. Oh Gott. Es zieht hoch. Haltet euch fest. Es zieht hoch. Das war's mit Kindern, ne? Hut ab. Bubi müssen wir jetzt beide großziehen. So, dann können sich die anderen beiden Kandidaten auch mal ein Beispiel nehmen. Trinke, mein Bruder. Pass auf. Ja, klar, gerne, Bruder. Ich sehr gefreut. Viel Spaß weiterhin. Ciao. Ja. Komm, ich begleite dich noch. Petri, heil. Angeln ist geil. Gut siehst du aus. Papa und Sohn im Lacoste-Dress, Alter. Das ist spannend, geil. Bruder. Ciao, ciao. Oh mein Gott, das war's Kabel. Hä? Mach's nicht kaputt? Ey, ich mach alles kaputt, bitte mach du. Ey, du hast doch nicht gerade den Schwimm auf das Kabel. Ich hab ausgesehen das Kabel getroffen. Scheiße, durch. Was hat er mit so einem... Ey, okay. Bitte, übernimm dir. Ich mach alles kaputt. Warte mal, du bist. Das wird passieren. Schön Depressionen bekommen, wieder alleine zu Hause, abtören. Die Badewanne mit Rotwein füllen. Diese Duschen. Hab doch einen. Aber. Ey, kriegen wir heute Guse? Heute Abend wieder eine Kiste Bier? Du hast doch gerade... Aber Gäste dürfen mitbringen. Du hast doch aber gerade den Regelverstoß... Ja, aber er hat noch einen offen. Jeder hat noch einen Joker. Jeder hat einen Joker. Der Joker ist kamerafreie Stunde. Genau. Kann man da auch irgendwo hinfahren? Euer Joker war, dass ihr eine Stunde Ruhe habt vor Kameras und nicht irgendwo hinfahrt und euch Popcorn holt. Ist doch egal, wo wir die Ruhe haben wollen. Nee, kein Popcorn. Ich brauche meine Ruhe wirklich an der Tankstelle. Ja, ich auch. Ich muss da echt T-Shirt. Ich brauche meine Ruhe an der Tankstelle. Ja. Da stehe ich, da bin ich gerne. Ja, da ist immer so. Da trifft man Menschen. Das ist eine derartige Thermik heute. Wahnsinn. Heute ist die Thermik. Also es wäre schön, wenn einer der Gäste, der heute hier ins Camp kommt, drei Kisten Bier mitbringt. Gib dem mal einen Hunderter, der soll mal holen schnell. Sascha hatte seine kamerafreie Stunde schon, das stimmt. Ey, Sascha mehr als eine Stunde kamerafrei. Er ist schon wieder irgendwo. Der schleicht sich immer kamerafreie Mikro Zeit. Mikro aus. Der hat, der hat schon drei kamerafreie Stunden genutzt. Wollen wir mal das Schwein angucken? Kann man da mal reingucken? Ja. Oh. Dreht man das nochmal um? Nö. Ich bin ja kurz davor so überlegen, ob wir die Arschhälter nachher noch mal Richtung Feuer halten. So rum. Ob wir den so noch mal drehen. Vorletzter Tag im Angelcamp. Klaus grillt ist da. Bringt ein Schwein mit. Ich schau's mir mal an. Der sieht jetzt besser aus als vorhin. Borsti, das Schwein. Um Himmels Willen, Freunde. Der liegt ja einfach. Ganz normal da. Ein Feini. Sieht das nicht lecker aus für dich? Null. Macht Platz. Gar nicht. 0,0. Ja. Ey, Fritz, wie konntest du dein Survival-Messer vergessen, was wir unbedingt hier sehen wollten? Wie du es einmal aus... Das andere meinten wir doch. Das große. Dieses eine Messer von der Raststätte. Hast du das da liegen lassen? Ich muss ja noch mal los, ne? Kannst du da... Ja. Hast du es an der Raststätte liegen lassen? Ist das nicht das, was in dem Kasten Bier drin lag? Ich zeig mal kurz, wie einfach Geld aussieht. Mhm. Weil es scheinen einige hier schon vergessen zu haben. Auch hier an die Kamera, Leute. Wir haben den falschen Geld gegeben. Guck mal auf seinen Holzstand. Oh, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Ist so. Chat, was sagt ihr dazu? Das ist meine, Oh mein Gott, Alter! Nee, das ist nicht meine. Nein, die Bremse! Alter, was war das für ein Monster? Das war der Wels, der Einzige. Das gezogen hat, die Route. Alter, die Route, bumm! War das der Wels, Digga? Die war drinne, die wäre fast mit rein. Ey, liebe Freunde, ich glaube, wir haben das noch nie gesagt, aber in diesem See, ich weiß nicht, wer das nachgewiesen hat, aber gibt es nur einen einzigen Wels. Wälze werden bis zu 2 Meter lang. Das wurde uns gesagt. Ja, wurde gesagt. Also das wissen wir auch nicht. Legenden besagen es. Willst du mit? Fritz, geh mal mit. Die jagen den Fisch jetzt, ne? Ja, die versuchen ihn jetzt, die Schnur noch mal zu... Spring ins Wasser, hol dir den Fisch! Ey, doch nicht auf Kopfhöhe. Da gucken wir einmal rechts, links, wer daneben sitzt. Meine Fresse. Nee, Yoshi versucht jetzt die Schnur wieder mit seinem Drilling zu ergattern und vielleicht den Fisch noch zu landen. Hast du? Was? Der hat die Schnur!
Und jetzt? Spürst du was? Paul! Das ist deiner. Wenn der den Fisch jetzt das an der krass, Schnur ne? rauszieht, Meinecke reinspringt. Ja. Jawohl, wir haben ihn. Das wäre doch und erwürgt auch noch, weißt du? Ja. Mit ihm kämpft. Wenn so richtig kämpft, dann wird er erwürgt. Ich hab ihn. Hat er ihn? Dann ja! Aber auch gewinnen, warum du nicht. Ja! Der hat ihn. Den erwürgt. Das kann nicht sein. Da ist er, Leute. Das ist der größte ever, ja? War ähnlich groß, aber ich glaube, der ist größer. Der ist größer. Yoshi, noch mal präsentieren. Hey, hey. Petri Al! Angeln ist geil! Ich will noch was Mark, holen. Sowas hast du noch nie gesehen. An was? Deiner Tasche. Ach so, Babyspinnen. Ja, alles Mögliche. Babyspinnen. Oh mein Gott. Mark, ultra viele. Hast du Lebensmittel da drin? Ja. Ja, jetzt hast du aber auch ein ganzes Dings. Bakteriat. Oha. Aber das war doch zu. Die, also das, was du Babyspinnen genannt hast, sind jetzt Ameisen, sind wir hier angekommen. Das sind Ameisen. Nein, das ist hier wegen dem Getränk. Das ist wegen dem Getränk, sind die da am Start. Babyspinnen. Das ist doch hier verpackt. Hier ist doch der ganze... Die guten alten Babyspinnen. Hier ist der Dings. Hier. Also mein Gott, Alter. Ich dachte jetzt, was ist denn jetzt los? Ich habe keine Ahnung von der Zeit. Ich bin ein Stadtkind. Mann, ich bin nur daheim. Okay. War aber ein kleiner Spannungsbogen drin gerade. Ja. Dann machen wir noch Haken dran. Nee, so ein bisschen so ein Fischbär. Nee, es geht darum, dass wenn du den Fisch am Wasser siehst, hast du ja durch die Wasseroberfläche so einen leichten Knick in der Optik, weil das ein bisschen verschoben ist. Und dadurch hast du ja halt eine größere Trefferfläche. Ja? Statt eine nur vier Stück. Fängst du damit jetzt einen Fisch? Dürfen wir nicht. Ey, das aber von, ne? von der Theorie her könnte es also funktionieren. Ufer, ne? Ey, wir haben einen Überraschungsgast. Jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen im Camp! Hier ist Pietro Lombardi! Pietro! Ja. Nein, hier schläft Sascha. Hier schläft Sascha zweimal geschlafen. Ich habe ihm die Plane drüber geschrieben. Sascha! Ja. Hier hat Sascha geschlafen. Ja, du siehst es. Weißt du, was passiert ist? Das ist sehr krass, schau mal. Alter. Schau, okay, ich muss doch noch kurz kommen. Schau mal, das Weiße ist ein Insektennetz, okay? Ja, und heute in der Nacht, ich habe mich noch mit Jens unterhalten, sehe ich, wie so ein Insekt das Netz hochkommt. Ich erschrecke mich, ich Idiot. Komm gegen das Netz, Insekt in mein Gesicht. Oha. Solche Sachen passieren da halt. Das ist ich finde, Sascha sieht so traurig. Ihr seht alle glücklich, Sascha sieht richtig traurig aus. Sascha hat überhaupt nicht geschlafen. Ich glaube, er ist glücklich davon ein. Zwei Tage. Genau so. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich eher in so einem Zelt schlafen würde wie im Wohnmobil. Aber ist euch auch mal so richtig langweilig? Ja, ne? Nein. Nee, nein. Überhaupt nicht. Und dann hat man einen toten Punkt ganz kurz für ein, zwei Stunden, weil du halt übermüdet bist. Der Baby, da ist er! Ja, da ist er! Der Pietro Lombardi-Fisch. Der allerechte Pietro Lombardi. Was? Ja, Baby, was für eine Quote willst du mir geben? Hä? Welche Quote willst du mir geben? Okay, mach den mal wieder rein, lass den schwimmen. Das später ist der Pietro Lombardi-Fisch. Ich schwöre, das fasziniert mich gerade echt. Vorbereitet, der See ist vorbereitet. Sascha! Hey! Sascha! Hey! 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 Jawohl, Sascha! Ey, wie viele Würfel noch? Letzte, wie viel hat er? Sechs hat er. Jetzt kann er 70er kommen. Enttäuschend. Enttäuschend. Er ist eigentlich schon Bombe. Von 10 Würfen 6 Fischen. Krass. Oha, der Walk. Meine Damen und Herren, es bewegt sich Richtung Angelcamp. Der einzig wahre, der Mann, der Get in the Level groß gemacht hat. Die Nummer 1 bei Fortnite und Modern in the War. Hier ist Montana Black. Herzlich willkommen, mein Lieber. Alter, wer war das? Nein, 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 wir haben nicht gesoffen, gar nicht. Schon die Pischel dran. Sieht die aus. Die richtige Farbe auch angezogen fürs Angelcamp. Tarnfarben, so brauche ich dich. Geil. Da ist er, der Echte. Da ist er, wie geht's dir? Alles klar? Gut? Oha. Krass. Sonnenbrand im Gesicht, oder was? Ja, ich glaube, Alter, endlich sehen wir uns, ne? Wie geht's dir? Freut mich. Moin, Sascha. Freut mich. Wir sind alle voll fertig schon aus. Nö. Doch, mir geht's gut. Sascha hat zweimal drauf zu schlafen, müssen gar keinen Bock. Aber ich muss sagen, an der Stelle, ich finde Pietro sein Outfit perfekt fürs Angelcamp. Ja. Perfekt ausgesucht, Digga. Ja, übel. Aber ich bin ja wieder weg heute Abend. Top-Angler. Na, wann gehen wir rein? Hm? Oha. Bitte? Gestern war hier Feuerwerk. Das ist ja wie bei mir zu Hause schon, Digga. Gestern. Ey, wir sitzen noch einmal. Marcel, Fehlanspruch. Ja. Sigi. Schallach. Jawohl, es ist soweit. Paul und sein Fisch raus. Ich bin nervös. Wir bringen Glück. Moin, moin. Moin, moin. Hallo, Tachin. Immer wenn der wir nicht dran denken. Ne? Der ist dran. Was, Kescher? Was ist das denn? Was ist denn das? Oh nein, Mann. Oh, kein Karpfen. Oh, Mann. Ist was ist es? Leute. Alge. Alge. Alge.
Aber trotzdem groß. Aber trotzdem. Gar nicht klein. Paul, das ist doch auch was. Ja. Das ist doch okay. Biss ist doch ein bisschen was. Biss ist doch der größte Fisch von den Kleinen, ne? Das war der größte von den Kleinen. Ja. Ein Hoch auf uns. Die wollen schwimmen gehen, Mann. Ey, Marcel, wir fahren mit dem Boot raus, ne? Schön. Ja, wir fahren mit dem Boot raus. Wir müssen so eine Weste mäßig. Oder Memo, willst du, aufs Boot? Ist doch Baba mit Boot, Digga. Oh, wir sind zu schwer. Helf mal. Nein, nein, entspann dich, Digga. Oh, voll geil mit Boot, Digga. Ist doch chillig, Mann. Ist doch chillig mit dem Boot, ja, viel besser. Guck mal, ein kleiner Delfin. Stell dir einfach mal vor. Hol mal Pedro da rein, da. Er traut sich nicht. Guck mal, Pedro. Er traut sich nicht. In das Wasser würde ich nicht gehen, weil ich habe immer Angst, weil ich habe zu viel Flussmonster geguckt, weißt du? Seitdem ja, heimliche Angler, oder was? Ich habe früher geangelt, ja, aber ich bin eher Zuschauer, weißt du? Ich gehe mit den meinen Jungs angeln, aber ich gucke mal. Wir machen alle gerade Pipi gemeinsam. Fix hier auf das Pipi. Wir drehen noch hier in entspannte Runde. Ja, das war Rache. Ey, oh, übertreib, ey, Sascha. Okay, okay. Sascha? Da gibt's jetzt eine wieder. Sascha. Oh, hier ist eine Brücke. Komm her. Komm mal ran da, der kriegt einen mit der Dings, mit der Bergstock. Ey, übertreib, Digga, das ist unfair, Alter. Was für eine Karre bist du hier? Mit dem Lambo. Oh, den echt, ja? Wärst ja doch mal ins Camp reingefahren damit. Ja, wollen wir den Lambo hier nicht reinstellen, schön? Krass, ey. Wir ziehen durch, Angelcamp, mit dem Lamborghini. Das hättest du auch nicht gedacht. Stell dir mal vor, ich bin gleich so nervös, Digga, unterwegs, den Gas, Bremse und fahr in den See rein, Digga. Alter, in den See. Das wäre ziemlich lustig, ja. Und auch mal den Firestarter. Alter. Wir direkt Video drehen hier, ja? Claudia vorne, ein bisschen tanzen, geile Musik. Alter, schon haben wir, ist das Video fertig, Alter. Da sehe ich mich auch drin, Digga. Da seh ich dich überhaupt gar nicht, sehe ich dich da drin. Wo darf ich eigentlich rübersetzen zu Dings, Knossi? Oh, Marcel. Bist du so verletzt? Wann wollt ihr fahren? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Du machst da nichts. Wie bitte? Wie, ich mach da nichts. Du kannst uns verstehen. Schon vergeben. Dann ist die Zeit im Camp vorbei. Bist du verliebt oder was? Ja. Tatsächlich. Ist für mich ein, wie sagt man, rotes Tuch für euch. Für uns ist das ein rotes Tuch. Was sich verändert, seit du so erfolgreich bist, das sag ich dir. Früher habe ich noch geteilt. Claudia ist was anderes. Also im Übrigen, Knossi, ich muss wirklich sagen, falls ich gleich umfall, dann weißt du, das ist passiert, weil ich immer noch kein Trinken habe. Ey, ja, danke für die Gastfreundschaft, Digga. Unser Gast mäkelt rum, hat noch nichts zu trinken. Ist auf dem Weg. Gleich da. Doch, ich zieh gleich einen Pullover an, Digga. Ja, hast du gesehen, wie wir uns hier einreiben und alles? Wir haben hier keine Berührungsängste mehr. Ja, mir ist gut. Hier ist nicht mehr mit Berührungsängsten. Auch im Ohr. Im Ohr auch. Ins Ohr. Doch, du Scherkel, Digga. Ey, Zunge. Mann, hier, guck mal. Ja, und da so wie die Stelle auch gern hast, mit Kippe drauf. Die Stelle hatte ich schon. Ah, du widerlich. Also. Und dann passiert auch nichts mehr heute. Voll ins Maul. Ui. So ein Feini. Oh, schön. Soll ich dir auch noch Dings einreiben, oder was? Ja. Reib mich ein. Dann mach auch was auf. Da kommt keine Mücke. Traust du dich wieder nicht? Mach mein wie Gesicht. Wie letztens bei FaceTime? Mach mein Gesicht. Ach, Fortnite, also die Farbe ist relativ speziell. Fortnite. Und ich finde halt einfach. Bis die. Halt die Schnauze, Knossi. Hör auf, mich wieder nachzuhören. Ja, mach mal Foto hier. So, Nerd Talk vorbei. Knossi, holt sich noch mal ein bisschen Schweineschnauze? Ah, nee. Nee, der sitzt im Lambo. Der sitzt im Lambo. Claudia, hallo. Wir fahren. Lambo. Komm noch mal rein. So macht man das. Oh, ja, Knossi. Warte mal hier, ich weiß nicht. Hab das Auto verliegen sag gehabt, mal. Da macht einer Müll dabei. Oh Gott, ist das tief. Geil, Digga. Jetzt nicht rein. Also die Routen kriegen wir hier nicht rein, ne? Eine Route kriege ich rein. Gib mal einen Schlüssel her jetzt. Ist drinne. Hab ich dir auch wiedergegeben. Danke, dass du mir das Wort an der ausgeliehen hast. Schlüssel nicht erkannt. Kann mal bitte der Kfz-Mechatroniker, dem ich das Auto hier zur Reparatur gebracht habe, tut mir leid. Kurz noch mal vorbeikommen. Auch danke noch mal, dass du mir den Lambo ausgeliehen hast übers Wochenende. Kommt, die Frau schwitzt. Ja, tut mir leid, hier der Schlüssel. Komm mal. Der will doch jetzt nicht wirklich ein Stückchen fahren, oder? Digga, ist der doof, oder was? Oh. Ja? Pass bloß auf, der ist ganz niedrig. Hast du echt Angst? Ja, ja, hab ich. Gut. Deswegen. Kein Problem. So, wenn du jetzt mal einen neuen Song und den davor nimmst.
überladen. Geht der denn jetzt hin? Das Auto muss weg, wir sind Naturschutzgebiet. Kannst du mit meinem Handy kurz eine Story machen, die abspeichern und dann schickst du die selber einfach. So, habt ihr mal einen neuen Weggefährten und einen Personal Driver. Wie geil ist das denn? Ich glaube, mit mir würden jetzt eine Menge Leute tauschen wollen. Krass, ey. Fangirl-Moment. Genau. Kotzen. Scheiße. Dankeschön. Kein Problem. Das ist so geil. Gerne. Ich könnte nur noch kotzen. Die Frontkamera spinnt bei mir immer. Sehen, hat ein bisschen geleckt zwischendurch. Ciao Bella, sei meine Cinderella. Ciao Bella, sei meine Cinderella. Ciao Bella, sei meine Cinderella. Oh, das reicht jetzt dann auch, ne? Was war da los? Ja. Oh, wir haben alles mitgehört, ne? Wie ein Fähnchen im Wind anscheinend. Knossi ist sehr, sehr traurig. So, sogar eine Brille geschenkt gekriegt, ey. Boah. Geschenke nimmst du auch schon an von Anna. Was ist das? Paul, was ist das? Ja, ich mach Vorbereitung. Warm-up. Das ist das, ne? So mein Wodka. Mein Wodka. Nein. Das ist anstrengend. Stößchen. Auf Angelcamp 2021. Jetzt. Ja! Oh, der ätzt dir alles weg. Ja, klar. Ich hab eigentlich hallo, ich kann mich beherrschen. Das war kein Radio. Komm da hoch, Alter. Das war kein Radio. Oh. Lass ihn raus. Komm, lass ihn raus, Digga. Lass ihn doch einfach raus. Nein. Achso, nee, ich hab noch. Ich hab noch. Was? Wo ist denn hier? Er will eine Zigarette machen. Mann. Leute, das ist das Angelcamp 2020. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart bei dieser geilen Show. Oh shit! Alle Leute, die hier sind, ich danke euch von ganzem Herzen. Savasch, geil, dass du heute sogar hier bist, mein Lieberchen! Wenn ihr schreibt 300.000, ist das jetzt die Zahl oder ist das das Ziel? Es tut mir leid, aber es ist natürlich hier mit dem Netz und so immer so. Ich hänge immer ein bisschen hinterher hier unten. Knossi, weißt du es schon? Was weiß ich? Guck in den Chat. Guck auf die Zahl. 310.000! 310.000 Zuschauer! Es kann nicht sein! 310.000! Das, ihr seid echt. Schön. Es ist zu krass einfach. Gibt es überhaupt so viele Twitch-User? Ja, anscheinend. Nein, das sind ja auch Leute. Nein, ich dachte ernsthaft, bei 250 könnte eine Grenze sein, weil es gibt nicht so viele User. Schauen einfach, es sind alle einfach Viewers. Ja? Müssen nicht angemeldet sein, gucken einfach zu. Ja, die haben die App gerade mal runtergeladen. Gucken zu. Oder so auf der Website. Tschüss, Paul. Prostchen. Hey, weißt du noch, was wir gesagt haben? Wenn wir am Samstagabend, wenn wir da 200 schaffen, dann sind wir glücklich. Knossi, darf ich dir für einen Zehner, pro Dings, die du an deinen Körper klacken lässt und die hängen bleibt, kriegst du einen Zehner. Nee. Knossi soll anfangen. Da, Bruder, bist du doch ganz sauber. Oh, die scheppern. Okay, ich fang an. Nee, wir machen alle zusammen, Scheiße. Alle drei zusammen. Okay, ja, alle vier gleichzeitig. Ich hab auch was schon. Was ist los? Oh, jemand ist hergeschmackt! Alter, Ehre! Nicht nein, Ehre, mach das nicht. Was seid ihr noch? Ist der noch durch den See hergeschwommen? Ist der hergeschwommen? Nein. Ja, der ist wundervoll hergeschwommen. Als wenn er hier zugehört. Die Jungs gucken 100% mit Dings, Nachtsichtgerät über dem See, ne? Die haben den Schwimmen sehen, 100%. Der ist gerade auf, Leute. Der ist hier rausgekommen, als wenn er hier zugehört. 3, 2, 1. Ah! Meint es nicht gerade? Ich glaube, sie hat wieder geschossen. Ey, ich sag euch, ohne Scheiß. Wo sie das abbekommen, eklig. Schaut sie, du hast schon wieder geschummelt. Ich hab ganz genau gesehen. Wenn Memo noch einmal sagt, ich schummel, weil ich in Augen zu das Ding drücke und es nicht funktioniert, du ziehst dein Schuh hier. Du nimmst hier drei Eier. Ich lass mich von dir nicht verarschen, Alter. Es reicht jetzt. Du nimmst es jetzt. Memo! Du machst es jetzt. Memo! Du machst es jetzt. Memo! Socke an! Wir dürfen den Fuß nicht zeigen. Socke an! Denk ich mach's jetzt. Und Fuß drauf. Tut echt weh, Mann. Es ist groß auf 10 Uhr. Oh! Hat überhaupt nicht wehgetan, ihr Lappen. Memo an! 100 Pro hat's wehgetan. Nein! Danke! Er hat es nur auf an Montana Black, dass er hier war. Kein Problem. Abschließende Worte. Riesenrespekt an alle, die hier mitgewirkt haben. Riesenrespekt an die Jungs, die es hier auf die Beine gestellt haben. Und Glückwunsch zu den ganzen Zahlen, die ihr gemacht habt, zu den Rekorden. Mein Rekord ist weg, aber er ist in guten Händen. Ich bedanke mich an Knossi und alle Jungs, die mich eingeladen haben. Ja, war eine coole Sache. Glückwunsch für die guten Zahlen. Ich freue mich für euch.
Ich fahre jetzt mit Memo nach Hause und bin froh, auch ein Teil hiervon gewesen zu sein. Ehre, dass du da gewesen bist, Bruder. Ehre, dass du da bist. Bruder. Ehre, dass du da gewesen bist. Danke dir. Ich glaube, Knossi, der Kuss war gar nicht drauf. Wie heißt der? Diesmal war's. Heute kommt der Zug. Diesmal, nein, verpiss dich. Heute auch heute. Heute. Nein. So, Zug. Da war er. Die Liebenden. Das sind die Liebenden. Danke, dass ich hier sein durfte. Der Bücherclub lebt und bleibt am Leben. Ja. Bis zum Ende der Welt. 50er Bücher. Nein. 50er Nein. Bücher. Ciao. Tanz mit uns. Feuer, 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 Feuer. Jens, wenn du reinfällst, ne? Du erklärst es deine Mutter. Ja, mach ich. Zeig ihn doch mal eben. Mama, ihn mit deinem Fuß zeigen. Oh, Sascha. So, Sascha, erster Tanz Solo. Im Angekommen. Eins, zwei, nimm Sascha seine Fleischflöte! Da tanzt er auf einmal. Hat Sascha gerade getanzt? Dick, hast du gerade getanzt? Filmt mal da, und der tanzt außerhalb alle. Von Licht. Der ist ein Verbrecher, der ist ein Verbrecher. Ey, dann rauch wenigstens vor der Kamera. Wenn du schon. This is nice. Was ist it? This und this und this is nice. Was? This und this und this is nice. Was? This und this und this is nice. Was? Da wäre es fast wieder passiert, ne? Ja. Warum wird. Ey, guck mal, warum wird das jetzt gezeigt? Oh. Was ist das? Ey, gibt's schon wieder. Alter! Bruder, wer ist am Camp? Ey, das ist der von Fluch der Karibik. Willst du mich verarschen? Fick den jetzt. Hä? Kennt ihr den? Bruder, komm, wir hauen den mit einem Knüppel auf den Kopf. Alter. Ich rasiere dir den Schädel. Warte hier, ganz kurz, geh nicht weg. Machete. Ey, Sigi, Machete. Sascha, nein, ohne Machete. Sascha, das war einer im Kostüm. Mach langsam, Alter. Spinnst du? Der hat doch eine Maske aufgehabt. So Tentakelmaske. Lass mich doch mal vorgehen. Ich hab Taschenlampe. Marc, dann opfern. Dann geh renn vor. Dann opfern wir dich. Ey, der wird auf jeden Fall angeschrieben. Ey, Marc, renn mal bitte nicht weit vor. Ja, ey, mach mal Licht aus, auf jeden Fall. Ja, klar, ihr springt gleich safe bei uns, Alter. Ja. Ey, Security muss mitkommen. Oha. Niemals das Pfeifen. Guck mal, in dein Auto, meine Gas, Besuch. Ja, okay. Echt jetzt? An anderer Stelle würde ich mal ganz, ganz. Ey, Alter, lass uns einfach wieder im Camp sitzen und die Situation beobachten. Ey, Paul, geht einfach, komm. Wer verlässt das Camp? Wer verlässt das Camp? Paul! Wir gehen jetzt auch mal gucken. Wir machen jetzt auch mal Cookie. Wir machen jetzt einen Cookie. Mein Handy. Ey, Paul geht komplett raus aus dem Camp. Ja, der geht in der die Stadt, gehen wir auch Alter. Raus. Dann hauen wir auch alle ab. Dann hauen wir ab. Wir verlassen das. Ich bin ein Star, holt mich hier alle raus. Alle kennen, 22 ist vorbei. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es ist vorbei. Angelcamp ist vorbei.